Aber es wird mir schwer, das zu sagen, aber ich habe deine Schwester geschwängert. Selbst keine Worte. Bruder, ist egal, wo ich bin, Alter. Ist egal. Oder? Was hältst du davon, wenn du deinen Kanal einfach jetzt mal löscht? Was geht, meine Freunde? Hier ist euer Gesellschaft. Ich bin hier heute mit Special Guest mit Party und Jan. Und heute, das wissen die Jungs auch gar nicht, wir machen eine richtig krasse Challenge. Und zwar, haltet euch fest, macht richtig so. Haltet euch fest, denn heute heißt es, der Letzte, der Nein sagt, bekommt 10.000 Euro. 10.000 Euro. Das ist kein Spaß. Das heißt, das wird die krasseste Challenge. Du wirst versuchen, alles mitzumachen, was geht. Deswegen, Leute, falls ihr solche Challenge noch mehr sehen wollt und auch mit den Jungs, dann lasst jetzt schon mal einen dicken Daumen hoch. Lass einfach mal reichen. Wie viel Likes soll man reichen? Wie viel Likes, sagst du? Genau. Einfach raushauen. 20.000 Likes, scheiß drauf, falls ihr die Challenge mal haben wollt. Und ich würde sagen, nicht vergessen, abonnieren mit der Klick auf den Button oder Klick auf die Glocke. Und ich würde sagen, lass keine Zeit verlieren. Fang an. Auf geht's, oder? Sam, darf ich damit anfangen? Na klar, fang an. Der Jungs fängt an. Kann man machen. Wir sind ja gerade bei Apple. Wir können mir direkt doch die neuen AirPods kaufen, oder? Schmerz schon. Oh, er fängt direkt so an, Alter. Oh, ist. Au, oh, Mann, direkt. Okay, weil du es bist. Ah, Regel. Jetzt füge ich eine Regel ein. Okay. Es darf immer nur einmal das gleiche passieren. Man darf nicht wiederholen, was der andere gerade hatte. Nicht, dass ich bin heiß so, hol mal auch mal AirPods. Weißt du? Okay, ich hole dir kurz. Komm mal mit rein kurz. Lass mal springen, Junge. Lass mal springen. Danke, ne? Alter, keiner hat mir gesagt, dass die so teuer sind. 180 Euro oder so haben die gekostet. Alter, auseinander. Mademoiselle, kommen Sie gerne mitten durch die Kamera, das ist kein Problem. Oh, der hat mich direkt auseinandergenommen. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Willst du mir die AirPods einfach geben? Das ist schlau! Das ist ein Geniestreich! Ja, was willst du sagen? Willst du nicht die AirPods geben? Willst du die schenken? Danke. Nice. Wow, danke schön, Janet, für den neuen AirPods. Junge, das ist ein Schwein. Warte mal, was für ein Danke, Jan, der Gedanke, Simon. Wow. Der hört sich auf jeden Fall richtig gut an. Vielen Dank. Ja, die hätten mir gehören können. Und manche, die abziehen. Ich merke schon, wo es hingeht, Leute. Ich merke schon, wo es hingeht. Alter, das wird super. Ja, die Challenge wird lustig auf jeden Fall. Leute, das ist ja hier die Nicht-Nein-Sang-Challenge und ich habe gerade die übelste Idee. Und zwar will ich einfach irgendjemanden fragen, ich will einfach fragen, ey, kannst du mal ganz kurz zu dem Typen gehen und einfach mal fragen, ob er dir 50 Euro geben kann. Und mal gucken, wie er reagieren wird. Weil, ey, das ist die Nicht-Nein-Sang-Challenge. Das bedeutet, keiner von den Jungs kann Nein sagen. Ich bin ein Genie. Oh, was für ein Zufall, da stehen gerade einfach mal so, mitten aus nix, vier Mädels, die wahrscheinlich jetzt mitten aus nix, ganz zufälligerweise zu uns kommen werden. Ey, hat 50 Euro für uns? Digga, was ist das für eine Challenge? Ey, die haben mich nach 50 Euro gefragt. Ich weiß ja nicht, du kannst jetzt nicht Nein sagen. Digga, ich hab mir die Challenge ganz anders vorgestellt hier, Alter. Nein, das stimmt. Wollen mich noch arm machen hier? Was ist das? Ja, mir gefällt diese Challenge hier, muss man echt mal sagen. Ey, du warst bei unserem Video nicht im Fitnesscenter, oder? Ja, ne? Da habe ich mich rausgehalten bei dem Fitnesscenter. Ja, wie wär's, wenn du jetzt dann stattdessen 20 Liegestütze machst? Was? 20 Liegestütze. Warum soll ich 20 Liegestütze machen? Ja, weil du nicht im Fitnesscenter warst. Richtig. Ich kauf dir AirPods. Ich mach auch noch Liegestütze. Ja, was kommt denn gleich noch? Aber ja, ich hab voll Bock drauf. Ich hab super Bock drauf. Einfach jetzt hier so auf den schmutzigen Boden. Drei reicht, ne? Drei reicht. 20. Hast du nicht 30 gesagt? Ich hab's nicht gehört. Also ich 10, 30, die Mitte ist 20. Oh, Mensch, Leute, ich habe gerade tatsächlich 23 Liegestütze gemacht. Gar nicht gefaked. Oh. Ah, ich muss mir auf jeden Fall was überlegen für euch beiden. Das wird ja ein bisschen. Bisher geht es nur mir schlecht irgendwie. Oh, Jungs. Oh. Ich bin mir gerade nicht so sicher, wer von euch es sein soll, aber das Ding ist. Er sagt schon er. Ich habe mich natürlich vorbereitet und die Frage ist. Wer von euch beiden wird denn heute seine Haare färben? Hat nicht einer von euch Lust, seine Haare blau zu färben? Wer hat mir denn gerade schlimmere Aufgaben gegeben? Was war denn da mit den 180 Euro? Was war da mit den AirPods?
Obwohl, du hast die AirPods bekommen. Ja. Momentchen mal. Aber du hattest die Idee. Jan, ich würde sagen, hättest du nicht Bock, dir die Haare blau zu färben? Was? Oh mein Gott. Warum muss er das nicht machen? Junge, warum? Ich müsste gerade 50 Euro geben. Was hast du denn bis jetzt gemacht? Gar nichts. Stimmt, du hast gar nichts gemacht. Hundertprozentig musst du das jetzt machen. Bist du bereit? Ja. Moment, ey, das ist ja kein Problem. Du kannst ja auch Nein sagen. Ich mach's. 10.000 Euro, nicht vergessen. Ja, ich mach's. Okay. Er ist drin, er ist dabei. Okay, auf geht's. Also Leute, ich habe hier schön blaues Farbe. Ich muss ja schütteln. Sofort ist Farbe, ist kleines, vorgebraucht, gut schütteln. Wisst ihr was? Du kannst sogar schütteln. Schüttel dir selber denn. Yes. Okay. Junge. Hier. Danke dir. Ich würde sagen, wir nehmen uns einmal hier ein kleines Spritzerchen. Warte mal. Ja, sieht doch super aus. Was? So. Junge, siehst du aus wie ein Ninja? Digga, du bist Ninja, Bruder. Halt's Maul, Alter. Was habt ihr gemacht? Ey, das sieht aber fresh aus. Warte mal ganz kurz. Sieht gar nicht so schlecht aus. Finde ich auch. Das ist gar keine... Vor allem, ist es eingetont mit deinen schwarzen Haaren. Jetzt sieht das gar nicht so scheiße aus. Hätte ich das auch mal machen können eigentlich. Ein Stück hier nochmal hier so. So, dann noch ein bisschen doller. So, finde ich super, oder? Alter, scheiße, ich habe nicht gedacht, dass er das macht. Ich dachte, ich kann damit jemanden rauskicken. Ich glaube, die Challenge wird härter, als ich dachte. Hey, John, komm mal mit, komm. Du weißt, was du tun musst. Er wird 100% schneiden sein. Glaub mir. Die 10.000 Euro sind schon unsere Hand. Komm. Ja? Komm, schön. Haare schneiden. Komm, Junge. Komm, schneiden seine Haare. Digga, was ist hier los? Ich gehe schon weg. Nee, warte. Momentchen mal. Ich hatte mit nichts zu tun. Was habt ihr vor? Ich gehe weg. Ich bleib nur vom Fersen. Simon? Ja, Bruder. Darf ich dir die Haare schneiden? Haare schneiden. Digga, willst du mich komplett auseinandernehmen eigentlich? Was für Haare schneiden? Ich hab nicht mal viele. Was soll ich? Oh, 10.000 Euro. Oh, das Ding ist, wenn ich Nein sagen würde, verliere ich 10.000 Euro. Das ist nicht so viel Geld. Oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay. Oh, scheiße. 10.000 Euro würde ich sogar eine Glatze machen. Eigentlich ja, ne? hast du recht. Okay, scheiße, machen wir einfach. Bin ich bescheuert, Digga? Okay, machen wir. Okay, warte. Ich muss mich drauf vorbereiten. Ich muss mich warm machen. Kein Problem, okay. Oh, nicht so viel, Bruder. Nicht übertreiben, weil die Aufgabe war nur gerade Haare schneiden. Das ist nicht hier mein... Oh, egal, mach einmal. Fühl frei, ich glaube nicht, Bruder. Nein, niemals. Bruder. Das reicht doch, oder? Kein Fall, machen wir weiter jetzt, Alter. Noch mehr? Oh, die Jungs nehmen mich auseinander, Alter. Aber für 10.000 Euro... Ja, ja. Okay, auf den Nacken. Das ist Freizeitpark. Oh mein Gott, Bruder, ich sehe sogar schon meinen Ansatz bei den Haarenbindeln. Bruder, ist deine dritte. Oh, Digga, wie sehe ich? Dann habe ich hier Löcher in meinen Haaren, Alter. Okay, dreimal hast du schon gemacht, das reicht jetzt ernsthaft, oder? Warte mal. Komm, einmal geht noch. Einmal geht noch. Okay, das war aber das Finale, das wird das letzte Mal sein. Wir haben schon dreimal jetzt angegangen, meine Haare zu schneiden. Wir haben schon solche Bindel rausgeholt. Ich habe gar keine Haare mehr auf meinem Hinterkopf, oder? Komm, nimm mir so ein Büschel hier raus, komm. Hier? Ja. Oh, Junge. Oh mein Gott, noch ein Bündel, Bruder! Egal, nein. Okay, das reicht jetzt tatsächlich. Ich habe, glaube ich, alles das. Jetzt habe ich Löcher in mein Dings. Wo hast du den Rasierer her? Ich. Okay, ich verstehe. Du hast noch. Was? Ich? Ja, du hast. Hast du ihm einen Rasierer gegeben, damit er meine Haare rasiert? Nein. Okay, dann habe ich jetzt richtig gute Ideen. Viel Spaß, Jungs. Die Challenge ist gerade noch nicht mal richtig angefangen. Viel Spaß. Ah, Jungs, ihr habt mich zwar gerade ein bisschen auseinandergenommen, aber warte, Momentchen mal ganz kurz. Denn ich glaube, die Grundidee von wegen Haare schneiden kam gar nicht von dir, sondern von dir. Und komischerweise musste er bisher auch nur noch, er musste nur 50 Euro ausgeben, nichts machen. Deswegen dachte ich mir, okay, ihr habt ein bisschen übertrieben gerade, deswegen übertreibe ich auch. Wie wär's denn? Oh. Oh, wie wär's denn? Hab ich eine geile Idee. Hast du nicht richtig Bock, deinen Kollegen anzurufen? Aber er muss eine Schwester haben.
und seinen Kollegen zu sagen, ey Bruder, es tut mir leid, ich weiß nicht, ob sie es schon gesagt hat, aber ich habe deine Schwester geschwängert. Bruder, ey. 10.000 Euro. Oh mein Gott. Also 10.000. Ich mach das. Ja? Ja. Oh, ich dachte, er geht raus, Digga. Schade, okay. Oh, das wird interessant, Alter, okay. Und Lautsprecher, nicht, dass du fakest hier. Wir wollen Lautsprecher haben. Ja, normal. Ja, Bruder, jetzt. Bruder, was machst du? Ich bin unterwegs, was machst du? Bruder, ich muss dir was sagen, ja. Warum, Bruder, warum meldest du dich da nicht mehr? Hat das deine Schwester nicht gesagt? Was? Weiß nichts davon? Was? Bruder, es wird mir echt schwer, das zu sagen, aber ich habe deine Schwester geschwängert. Was? Ich habe deine Schwester geschwängert. Willst du mich gerade verarschen? Bruder. Willst du mich gerade komplett verarschen? Bruder, was soll ich sagen, Alter? Wie ist passiert, Bruder? Ja, was soll ich sagen? Ich bin ein Mensch, Mann. Ich will mit dir aufwachsen. Bist du bekloppt? Bruder, Junge, das haben wir. Ich will mit dir jahrelang aufwachsen. Was machst du da? Es tut mir echt leid, was soll ich sagen? Ich finde gerade selbst keine Worte. Bruder, ist egal, wo ich bin, Alter. Ist egal. Sag mir jetzt, wo du bist, ich komm dahin. Bruder. Du darfst nicht auflösen, du darfst nicht auflösen. Ich komm zu dir nach Hause. Oh mein Gott, er hat aufgelegt. Er hat aufgelegt. Oh mein Junge, was hast du gemacht? Oh mein Gott. Was hast du gemacht? Oh. Mein Herz. Oh mein Gott. Du darfst aber nicht auflösen, bis das Video vorbei ist. Oder du sagst nein, jetzt, zu den 10.000 Euro. Digga, wenn ich schon gemacht habe, Alter, dann... Ja, jetzt ist eh vorbei. Und der ist schon hart, Alter. Warum hat er aufgelegt? Er hat gesagt, ich komme zu dir. Ja. Du bist doch gar nicht zu Hause, Digga. Hast du Glück gehabt? Oh, das ist krass. Digga, es tut mir leid, Alter. Er sagt doch so, ey, wir sind jahrelang zusammen aufgewachsen, all sowas. Ey, Leute, ich hab die krasseste Idee. Ich werde Simon einfach dazu bringen, dass er bei Instagram eine Story machen muss, wo er seine ganzen Follower beleidigen muss. Ey, da wird der 100% Nein sagen. Die 10.000 Euro, die gehören schon mir, meine Freunde. Komm mit. Hey Simon, alles klar? Oh, ey, das sieht schon wieder so. Ey, wir kommen da wieder schon. Ja, mir geht's super. Wer weiß, wie lange noch. Weißt du, was du jetzt machen musst? Du musst deine Story machen, wie du deinen ganzen Instagram-Follower richtig hast. Digga, warte mal, was? Was soll ich machen? Wie du deinen ganzen Follower hast? Wieso? Hast du solche Beleidigungen oder was? Ja, normal. Ja, bist du. Bist du bescheuert, Alter? Ja, guck mal, so ist die Challenge. Digga, sag mal, würd ich das würdest du auch nicht machen, oder? Niemals, oder? Digga, ich rasier komplett mich. Alter, alles. Die werden mich alle hassen, Alter. Ja oder nein? Aber warte, das ist ein bisschen hart. Aber darf ich dann danach einfach eine Story sagen, hey, das hat eben auch noch Spaß? Nein, Junge, du musst durchziehen. Gar nicht auflösen. Gar nicht auflösen? Gar nicht auflösen. Boah. Ziehst du durch oder nicht? Bruder, jetzt habe ich schon meine Haare geschnitten, Digga. Scheiß drauf, Alter. Ich hoffe, die denken, ich mache Spaß oder so auf Krampf. Leute, ich muss euch mal was sagen. Und zwar, Digga, ihr geht mir alle so auf die Nerven. Ich hasse euch, Alter. Digga, was? Warum liked ihr alle meine Bilder? Habe ich euch erlaubt, meine Bilder zu liken? Digga, seid solche Pisse, Alter. Ich kann euch echt nicht liken, Digga. Bitte entfolgt mir. Danke. Bruder, ich hab's doch nicht gepostet. Okay, ich kann es nicht tun, Digga. Bitte poste du. Klick da auf deine Story, einer von euch, weil ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht. Oh mein Gott, Digga, es ist online. Was? Oh mein Gott, Alter. Ich dachte, du brichst ab, Digga. Ich dachte auch selber, ich brich ab, Digga. Ich kann nicht mehr. Ich habe schon 500 Follower verloren, Digga. Das war gerade nicht mal eine Minute, Alter. What the hell? Ich glaube, die Hälfte wird weg sein. Ne? Die Hälfte wird weg sein. Oh mein Gott. Okay, aber wenn das so losgeht, jetzt nehme ich euch richtig auseinander, Digga. Wartet ab. Jetzt geht's los. So macht ihr? Kein Problem. Okay, krass. Mein Herz tut weh. Oh. Ich sag mal, ich habe voll eine geile Idee. Erzähl, Bruder. Guck, Fatih muss ein richtig peinliches Bild an seinen Schwarm schicken. Digga, das finde ich eine geile Idee, Bruder. Gib mir einen Faust, lass mich nicht hängen. Hab ich den ganzen Kontakt umsonst aufgebaut, Alter. Ist das ein Schwarm? Digga, oh, du hast einen Schwarm oder was? Ein peinliches Bild schicken. Kann ich nicht machen, Alter. Ey, aber warte mal, Digga. Du musst es nicht machen, dann hast du halt verloren. 10.000. Ja, mach ich. Ey, aber ohne Spaß, ich habe auch eine kleine Idee. Warte, pass auf. Ja, einfach nur ein Bild schicken wäre doch voll langweilig, ne? Einfach nur ein peinliches Bild.
Ist schon peinlich genug, oder was wird denn noch? Ja, für 10.000 Euro, da glaube ich nicht, dass... Oh, ein Edding! Was? Was, ein Edding? Ey, hättest du nicht Bock, ihn einfach so eine Augenbraue zu malen? Und dann muss das seinen Schwamm schicken. Digga, ich glaube, wenn die Liebe stark genug ist, dann wird das funktionieren. Wenn ich mach mal einfach hier. Der kommt sie durch. Digga, geil, warte mal, ich mach ein bisschen doller. Damit sie richtig denkt, so, dir ist das gewachsen. Sieht auf jeden Fall geil aus. Sieht nice aus, finde ich. Boah, ey. Da fehlt noch ein bisschen an der Seite hier. Ist gut? Ja, das finde ich auch super. Ich würde sagen, einfach mal ein Selfie und schick das mal an deinen Schwarm. David! Normal, David! Darum geht das doch! Ob sein Schwarm ihn danach immer noch so cool findet? Ja, ich sehe es auch! Ich jetzt gerade das mit. Ich sehe es auch! Geil, Alter! Jetzt musst du das auch schicken, ne? Ich muss checken, aber wirklich schicken. Nicht, dass ihr schummelt, weißt du? Okay. Er hat's gemacht. Ich bin beweis. Ja, das war's mal mit dem Bild. Ey, ich hoffe, du schickst mir das Bild später. Da kannst du mir noch richtig schön hier gerade einblenden. Sieht super aus gerade. Ey, Junge, was habe ich wegen dir gemacht, Alter? Was hat sie eigentlich geantwortet? Hast du bisher geantwortet? Die hat mir ganz schön. Die hat mir nicht geschrieben, Digga. Aber gelesen. Junge, dafür nehme ich richtig auseinander. Weißt du, was du machen musst? Ja. Du musst deinen Arm für 10 Sekunden in die Toilette halten. Was machst du, Alter? Ich bin doch das zu ihm. Ja, finde ich auch. Warum soll ich meinen Arm? Was ist das für eine Aufgabe? Arm und Toilette? Ja, Junge, ziehst du durch? Digga, natürlich zieh durch. Meine Haare hinten sehen aus wie der größte Hampelmann. Das war seine Idee mit den Haaren. Stimmt eigentlich, deswegen. Das ist das Kleinstbild. Natürlich mache ich, easy. Ja, 10.000, das sag mal nicht nein. Okay. Für mich ist das kein Problem, weißt du wieso? Warum? Ja, das ist die Gästetoilette, die benutzt nie jemand. Die hat schon nie benutzt. Wir sind heute hier und ich war auch gerade hier auf Klo. Ja, du hast nur gepinkelt, oder? Oh mein Gott, Alter! Oh no! Ich dachte mir so eben noch so, oh, geil, easy going. Aber egal, was soll man machen, einfach rein da für 10.000 Euro, da sagt man natürlich nein. Digga, jetzt verstehe ich, wie du das gemacht hast, Alter. Ja, komm! Auf, Alter. Ich wundere mich eben noch so, hä, wieso? Ich bereite mich schon mal vor. Okay, aber du musst 10 für mich, ja? Und 10 schnell. 10 Sekunden nach auf. Auf schnell mit Sekunden. Okay, 3, 2, 1. Was? Ich hab gesagt, schnell ich sehe! Er macht's richtig nice. Nein. Ist ja was drin. 8, 9, 9,9, 10. Ja, Junge, ekel. High five, Bruder. Gar nichts. So. Oh mein Gott, cool. Hätte ich nicht gedacht, Alter. Ja, aber was hättest du gedacht, dass gleich gleiche Voice kommt wie dann? Gerade auf dich, Digga. Ich hab noch gerade gesehen, wie lange du gezählt hast. Weißt du? Deswegen. Wi-Fi. Leute, wir sind schon so lange spielen, schon stundenlang, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Das will kein Ende finden. Deswegen hab ich mir gedacht, jetzt wird zerrissen. Ich hab eine Idee. Wartet ab. Ah, Leute, wir spielen zwar jetzt schon ein bisschen. Schon ewig lang, schon stundenlang, deswegen muss man ein bisschen krasser hier machen. Und zwar, weißt du was, wie wär's, wenn du einfach eine Woche lang kein Fortnite spielen darfst? Ah ja, ist eine gute Idee. Ist eine super Idee, oder? Nein. Ist zu faul, nein. Wie nein? Nein? Nein. Was? Du, warte. Hast du das drauf? Hast du das gehört? Ja, hab ich gehört. Warte, du hast nein gesagt. Du bist... warte mal, Moment. Eine Woche lang kein Fortnite spielen. Wenn du jetzt nein sagst, verlierst du die Challenge. Ja, okay. Ja, also meinetwegen. Dann bist du draußen. Ja. Hab mich gefreut. Okay. Nochmal hinhand schütteln, damit wir es drauf haben. Und du hast, glaube ich, vergessen, dass es um 10.000 Euro ging, oder? Was? Ich dachte, da macht Spaß. Ich dachte auch immer Spaß, aber er hat nein gesagt. Ey, nein. Wir sind schon so lange machen, der weiß schon gar nicht mehr, dass wir über Geld spielen. Nein, ich meinte nicht.
Ist zu spät, ist zu spät, ist zu spät. Wie zu spät? Du hast Nein gesagt schon. Hab ich nicht. Ja, haben wir das auch dran, ne? Haben wir drauf. Selbst, du hast Nein gesagt, mehrmals sogar. Er hat tatsächlich für 10.000 Euro, er hat Nein zu 10.000 Euro gesagt, um eine Woche lang Fortnite zu spielen. Das, nein, ich dachte es auch nicht. Ich bin so dumm, ich hab gedacht, diese Scheiß-Challenges gemacht. Ich hab voll vergessen, dass es um Geld ging. Und jetzt hab ich auch noch blaue Haare, voll umsonst. Hey Simon, guck mal, ich hab gerade die 400.000 erreicht. Ja, was? 400.000? Ja, normal. Bruder, der Junge hat 400.000 auf den Händen, Digga. Glückwunsch, Bruder. Sogar zwei Jahre hart habe ich natürlich nicht ausgezahlt. 400.000. Warte mal, warum hast du mich nicht abonniert? Oh, ich wollte dein 400.000. Abonnent sein, deswegen habe ich es nicht gemacht. Denn ich wollte gucken. Das ist wichtig, Bruder. Guck mal, warte, mit Glocke an. So. Dankeschön. Bruder. Vielen Dank. Aber. Ja. Wir sind noch in einer Challenge und ich denke, 400.000 ist auf jeden Fall eine gute Zahl. Aber was hältst du davon? Du lachst schon. Was hältst du davon, wenn du deinen Kanal einfach jetzt mal löscht? Was? Ja, Bruder, einfach mal löschen. Meinst du das ernst? Ja. 400.000 Abonnenten haben oder 10.000 Euro. Mein Kanal? Ja, Bruder. Den ich zwei Jahre aufgebaut habe. Ja. Willst du mich verarschen? Bruder, machst du das nicht? Jetzt kannst du dich entscheiden, Digga. Oder 10.000 Euro. Wenn du den Kanal löscht, dann trete ich zurück und ich gebe auf und du hast 10.000 Euro. Bruder, jetzt ist auch nicht. Oh mein Gott, Digga. Jetzt, was will der jetzt machen, Alter? Was will der jetzt machen? Nee, was machst du? Dim. Nein, Mann. Nicht? Kann ich nicht machen, ehrlich. Gibst du auf? Ich gebe auf. Ich gebe auf. Mashallah! Oh. 10.000 Euro! Woo, Digga! So, ich dachte gerade echt, er wird's machen, aber. Warum bist du so fertig mit der Welt gerade? Das ist schon wack. Okay, das war ein bisschen tricky von mir, ehrlich zu sein. Hat trotzdem Spaß gemacht. Ich glaube, zum Glück darf ich meine 10.000 Euro behalten, weil die wären natürlich aus meiner Tasche gefallen. Aber das ist für 400.000. Manche würden, glaube ich, löschen. Digga. Willst du mich? Meinst du das ernst? Oder ich weiß nicht, ich muss auch nicht machen. Egal, auf jeden Fall. Leute, ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video. Zum Glück habe ich die 10 Bilder noch am Start. Der, er ist immer noch ein bisschen genervt, würde ich sagen. Ihn habe ich auch rausgekickt. Ich habe gewonnen, aber ey. Wir haben auf jeden Fall noch ein Video auf seinem Kanal gedreht. Checkt auf jeden Fall den ersten Link in der Beschreibung. Abonniert auch den Jungen. Vielleicht schaffen wir die 400.000 nochmal höher zu bringen. Wer weiß. Link findet ihr in der Beschreibung. Da haben wir noch ein richtig nice Video gehabt, ne? Was ist das für eine Frage, Alter? Ich schwöre, ich war ein bisschen tricky, aber egal. Egal, Leute. Wir sehen uns zum nächsten Mal rein. Nicht vergessen, Daumen hoch und abonnieren.